Kleidertauschparty im Mergener Hof. Was ist eine Kleidertauschparty überhaupt und wie funktioniert das? Das Prinzip ist sehr einfach. Klamotten, die man einfach nicht mehr sehen kann, bringt man mit und gibt sie beim Empfang ab. Dort werden sie von Helfern entgegengenommen und auf großen Kleiderhaufen bereitgelegt. Anschließend kann das eigene Suchen, Wühlen und Durchkämmen nach dem richtigen Kleidungsstück beginnen. Über ein solches Ereignis wird sogar in der Presse berichtet. Auf diesem Bild erkennt man die beiden Initiatorinnen des Projekts, Esther Breudo und Katharina Juli. Veranstalterin Esther Breudo erklärt, wie es zu der Kleidertauschparty kam. Ja, die Idee stammt eigentlich nicht von mir, sondern von Katharina, meiner Partnerin, weil sie festgestellt hat, dass sie viele Pullis oder T-Shirts hat, die ihr einfach nicht gefallen und die sie nie trägt und die einfach Platz wegnehmen. Und sie kam dann auf die Idee, dass man das mit so einer Kleidertauschparty eben ändern könnte, weil sie ja auch nicht die Einzige ist, der es so geht, war das eine coole Option. Dass auch andere Menschen gegen das Wegwerfen von Kleidung sind, zeigt der große Andrang bei dieser Aktion. Um noch mehr Leute in den Mergener Hof zu locken, haben sich die beiden Frauen einiges einfallen lassen. So legen zwei DJs am Mischpult auf und es gibt Live-Musik. Neben den Ohren darf sich auch der Gaumen freuen. An der Theke kann man seinen Durst löschen und das Mitbringbuffet lädt zu einem kleinen Snack ein. Gar nicht so einfach, so etwas auf die Beine zu stellen. Ja, Schwierigkeiten eher in der Hinsicht, dass wir beide so was Großes noch nie vorher geplant haben. Und wir waren auch selbst noch nie auf einer Kleidertauschparty. Also wir haben quasi von null angefangen und sowas Großes in der Art gab es ja auch noch nie in Trier. Also wir hatten auch keine Vorlage. Aber da sind wir ziemlich kreativ geworden. Tatsächlich überzeugt bei dieser Veranstaltung das Gesamtwerk. Esther Breudo und Katharina Juli, die momentan beide ihr freiwilliges ökologisches Jahr verrichten, möchten ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen und sprechen damit den vielen Teilnehmern aus der Seele. Selbst wenn man ohne neuen Schal, Pullover oder neue Hose nach Hause geht, ist das nichts Schlimmes. Übrig gebliebene Kleidungsstücke werden an Flüchtlinge in Trier gespendet. Der Kleidertausch schont folglich nicht nur den eigenen Geldbeutel, er wirkt sich auch auf andere Bereiche aus. Für mich persönlich ist er wichtig, weil viele Menschen mittlerweile ihren Kleiderschrank jede Saison erneuern. Und das einfach Konsequenzen auf andere Teile der Welt hat, vom Baumwollanbau in Indien bis hin zum Weben und Spinnen in einem anderen Land. Da muss der Stoff nochmal woanders gefärbt werden. Und das passiert meistens unter ziemlich schrecklichen Bedingungen. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man eben nicht in so einer Wegwerfgesellschaft lebt, sondern einfach den Dingen nochmal neuen Wert gibt. Tauschen statt wegwerfen. Dieses Konzept tut der Gesellschaft, aber auch einem selber sehr gut.